In der Feier der Eucharistie treten wir ein in die Gemeinschaft der Heiligen, weil sie begründet ist in der Gemeinschaft des Heiligen, des Sakramentes, der Taufe, der Eucharistie und der Firmung. Wir sind gerufen zum Zeugnis für den lebendigen Gott, genauso wie Sie, zu denen wir aufblicken und mit denen wir uns verbunden wissen. Dass unsere Stimmen sich vereinen mit ihrem Lobgesang vor dem Thron Gottes, lasst uns am Beginn innehalten und umkehren. Nicht gering erweist sich der Nutzen, den wir aus der Gedächtnisfeier der Heiligen schöpfen. Sie vertreibt unsere Trägheit, unsere Lauheit und Verblendung. Durch die Fürsprache der Heiligen findet unsere Schwachheit eine Stütze. Und durch die Betrachtung ihrer Glückseligkeit wird unsere Nachlässigkeit wachgerüttelt und unsere Unwissenheit wird durch ihre Beispiele erleuchtet. So beginnt der heilige Bernhard seine zweite lange Allerheiligenpredigt. Und ich denke, es könnte auch uns ganz gut tun, vielleicht nicht unbedingt eine lange Predigt zu hören, aber noch einmal der Gewissheit, mit der Bernhard von Clairvaux damals spricht, auch Jahrhunderte später, dieser Gewissheit nachzuforschen, woher sie denn kommt. Denn dieses Fest reiht sich nicht nur in die große Reihe der Feste im Jahreskreis ein. Und es ist ein schönes Fest, ein lichtvoller Punkt an diesem doch in der Regel trüben und dunklen Monat. Sondern was wir heute und morgen begehen, liebe Schwestern und Brüder, aller Heiligen und aller Seelen, ist so etwas wie ein großes Familientreffen. Und wir müssen dieses Wort Familientreffen wirklich nah an uns heranholen. Die Heiligen sind nicht irgendwelche ferne, entrückten, moralischen Superbeispiele, von denen wir uns schnell verabschieden, weil wir sie sowieso nie erreichen. Sie sind so perfekt, keine Chance. Und die Toten sind auch nicht einfach weg, die wir künstlich durch Erinnerungen an uns heranholen. Sondern was dem zugrunde liegt, ist die Gemeinschaft, wie ich das am Beginn sagte, der Heiligen und des Heiligen. Alle, die durch die Taufe, durch Firmung und Eucharistie hineingenommen sind in den lebendigen Leib Christi der Kirche, sind nicht einfach weg, sondern sie sind Wirklichkeit. Und es gibt eine Verbindung, gerade in der Feier des Sakramentes. Mir scheint zunehmend, dass wir diese Dimension überhaupt vergessen oder manchmal sogar bewusst verdrängen. Alle Probleme, die wir diskutieren zurzeit innerkirchlich, sehen an dieser Wirklichkeit oft vorbei. Zumindest klingen die Sätze so. Ob das die Diskussion um die Ehe ist, ob das die sogenannten heißen Eisen sind. Nichts von alledem, in keinem Punkt kommen wir auch nur einen Millimeter weiter, wir drehen uns ja seit Jahrzehnten auf der Stelle in diesen Punkten, wenn wir nicht wissen, was Kirche bedeutet, wenn wir diese Wirklichkeit der Kirche, die Himmel und Erde umfasst, wenn wir diese Wirklichkeit nicht an uns heranlassen und sie nicht neu durchdringen und verstehen. Ich finde diesen Gedanken vom Familientreffen gar nicht so schlecht, um das Verständnis von Kirche neu begreifen zu können. Wenn wir uns solche Verfahren anschauen, die es ja früher in dieser geregelten Weise gar nicht gab, und doch gibt es durchaus Vergleichbares, wie wird denn einer heilig? Sie erinnern sich vielleicht, dann findet in der Regel bei der Heiligsprechung in St. Peter etwas statt, das ist ein Balkon, dann wird dann irgendwie ein großer Teppich oben am Balkon entrollt und dann sagt der Papst eine Formel und dann ist einer heilig. Aber dem geht ja etwas voraus. Das ist ja sozusagen nur der feierliche Abschlusspunkt. Und vielleicht, wenn Sie sich ein wenig kundig machen oder den einen oder die anderen Heiligen mögen, kennen, wissen Sie, welche Schwierigkeiten damit verbunden sind. Keiner von denen nahm in der Regel für sich in Anspruch, heilig zu sein. Ganz im Gegenteil. Von der großen Theresia von Avila weiß man, dass sie sich verboten hat, in ihrer Gegenwart überhaupt dieses Wort auszusprechen. Damit sie nun ja nicht in diesen Ruch kommt, weil sie sich selber genug kannte.
Ich will einige Gedanken der großen Ida Friederike Görres in unsere Mitte holen. Eine Frau, die wie kaum eine andere einen Blick auf die Heiligen, auf die Wirklichkeit der Heiligen und damit die Wirklichkeit der Kirche hatte. Sie sagt zum Beispiel einen Satz: Die stärkste Kraft verlangt nach der stärksten Bindung. Wie viele gibt es heute in der Kirche, die sich für so toll finden? Finden sich ganz großartig. Damit jeder Satz muss gedruckt werden. Der Schein im Moment häuft sich das. Gesammelte Werke von diesem und jenem. 30 Bände, 40 Bände. Ob sich das nicht mal lohnt? Müsste man auch vielleicht einmal jetzt bei der großen Klimakonferenz in Paris auch erinnern. Mein Lehrer im Alten Testament hat immer gesagt, wenn der Papst würde, was nicht geschehen ist, der ist schon gestorben, würde er direkt als erstes Gebot erlassen, dass ein Theologe nur ein Buch in seinem Leben schreiben darf. Und das erst, wenn er älter als 70 Jahre ist. Das ist für die Klimakonferenz zumindest innerkirchlich gar keine schlechte Regel. Die stärkste Kraft verlangt nach der kräftigsten, nach der stärksten Bindung. Also, jemand, der ein Genie ist, eine Begabung hat, der wirklich oder die wirklich etwas Neues in die Kirche bringt, eine neue Spur legt, direkt eine sozusagen eine Tiefenbohrung direkt ins Evangelium hinein, sodass diese Quelle ganz neu beginnt zu sprießen, der hat einiges auszustehen. Und wie unterscheidet man das von den, mit Verlaub gesagt, Bekloppten, die es zu allen Zeiten gab, auch heute? Von denen, die sich nur selber wichtig machen wollen? Von den Psychopathen, von denen nicht nur die Klöster voll waren und sind, sondern die es überall gibt, in jeder Gemeinde. Wie unterscheidet man das? Denn oft, wenn man sich in das Leben der Heiligen vertieft, merkt man, es ist zum Verwechseln ähnlich. Sehr merkwürdig. Wir verstehen vielleicht, so sagt es Görres, die selbst, wenn man das im Abstand der Jahrhunderte anblickt, die peinigende und, wie sie sagt, peinliche Haltung abwartender Skepsis, welche die hierarchische Kirche und die seelsorgende Kirche solchen Begabten und Begnadeten grundsätzlich entgegenbringt. Der katholische Charismatiker, so sagt sie, hat es wahrlich nicht leicht. Oft genug wird er zuerst wie eine Mischung aus potenziellem Narren, Hysteriker oder Hochstapler aufgefasst und kann sich erst spät und langsam durch eine an Martyrium grenzende Bewährung in Demut, Lauterkeit, Liebe und Gehorsam rechtfertigen. Aber, so sagt sie auch, wie gewaltig sind solchen Menschen Flügel gewachsen? Was für Reinigungsfeuer haben sie durchschritten? Und wie sind sie, wie stark sind sie daraus hervorgegangen? Und ähnlich wie es das mystische Genie, so gibt es ja auch das intellektuelle Genie, das sich immer messen muss in einem, wie sie sagt, Jakobskampf an dem Glaubensgesamt. Ohne die Kirche oder gegen sie wird ein solcher begabter Geist sehr leicht zum Heretiker. Und das ist das, was wir beobachten können, den Zerfall der Kirche, auch hier bei uns, dass sich jeder für toll hält, jeder kommt mit einer neuen Idee an die Presse, das geht ja heute dann sehr schnell, da wird das medial verbreitet, ohne dass es am Glaubensgesamt gemessen wird. So sind wir dann alle schnell so Heretiker im Taschenspielerformat. Das geht sehr schnell. Egal, wo die Begabung zur Heiligkeit liegt, im mystischen Genius, im intellektuellen Genie oder in dem, dass Menschen so wirken, dass sie solche um sich sammeln, das sogenannte Konventikel entstehen. Görres sagt, alle drei bedürfen, um sich zu finden und heil zu bleiben, der Orientierung am richtenden Ganzen. Alle müssen sie Gottes Willen nicht nur im Antrieb, sondern auch im Widerstand erfahren. Und zwar nicht nur im gegnerischen Widerstand, den es natürlich immer auch gibt, sondern auch im Widerstand der legitimen Autorität. Denn so lernen sie, die Stimme Gottes vom Drängen des eigenen Ich zu unterscheiden.
So entarten sie trotz der selbstverständlich hochgradigen Gefährdung nicht zu bloßen Sonderlingen, zu Irrlichtern, unter Umständen zu Kuriositäten oder Monstren, sondern sie werden und bleiben Diener Gottes, wie die alte Bezeichnung oder die älteste Bezeichnung für die Heiligen lautet. Das ist die Abgrenzung. Es ist schon angeklungen in dieser Feier, wo die eigentliche Quelle liegt für diese Heiligkeit. Sie liegt natürlich in der Begegnung mit Gott und die ist für uns nicht anders möglich als in den Sakramenten. Das heißt, sie ist für uns alle möglich. Natürlich, das klingt ganz banal, der Ruf zur Heiligkeit gilt uns allen. Und vielleicht machen wir uns diesen Weheruf von Görres zu eigen, die sagt: Ach, wie schmerzhaft und beklommen zucken Hand und Herz beim Schreiben, beim Vernehmen solcher Worte, so richtig sie sein mögen, zusammen. Denn sind wir nicht der leibhaftige, der gar nicht wegzuschiebende Gegenbeweis? Wir, die Mehrzahl von uns Getauften, Gefirmten, vom Abendmahl Genährten, vom Sakrament der Buße Betreuten? Wo Bewegung ist, ist Leben, sagt ein alter Grundsatz. Ja, bei den Sekten, bei den Schwärmern, da rührt sich was. Und, Görres war immer ehrlich, das kann kein Gegner ihnen abstreiten. Aber bei uns, in diesem massigen Klumpen, so massig ist er inzwischen nicht mehr, aber in diesem Klumpen Gewohnheit, Routine, laues Erbchristentum, zäh und mühsam abgestotterter religiöser Pflichten, sie sieht einen unglaublichen Trost in den Heiligen, die mit keinem großen Namen verbunden sind und die heute ebenfalls in die Mitte nicht nur unseres Bewusstseins rücken, sondern denen wir heute in unserer großen Familie der Getauften begegnen. All die Namenlosen, mögen einige vielleicht sogar hier unter uns sitzen. Die, von denen nie jemand ein Aufhebens macht. Die einfach selbstverständlich sich von Gott beschenken lassen und dem nachgehen. Ohne lange zu fragen, ohne es vielleicht intellektuell oder gar theologisch begründen zu können. Für die Glauben eine Selbstverständlichkeit ist und dieser Glauben eine Lebensgestalt gewinnt. Für die, die in der Familie, wenn sie diese Analogie mögen, immer irgendwie hinten dran hängen. Das sind nicht die Großen, zu denen man aufschaut, sondern die immer irgendwie noch irgendwohin mitgeschleift werden. Die auch noch irgendwie dazugehören, denen man keine große Beachtung schenkt. Auch diese große Zahl, wahrscheinlich ist sie größer als die der Namen, die wir kennen. Auch diese große Zahl gibt es. Und sie sollten unser Trost sein. Sie sind der eigentliche Zusammenhalt in dieser großen Familie. Zu dieser Familie gehören auch die Toten, derer wir morgen gedenken. Und auch das ist wichtig, dass wir das tun. Nicht nur aus Gewohnheit, sondern auch das begründet sich im Sakrament des Sterbens und Auferstehens Christi. Wenn wir in der Lesung hörten, in der ersten, in der Apokalypse, dass die Heiligen, die Vollendeten, vor dem Thron stehen, dem Thron des Lammes, wie das in diesem großen Bild enthüllt wird, vor dem Thron des gekreuzigten Christus, der aus dem Tod als Sieger hervorgegangen ist, dann sehen wir in dieser Enthüllung, in dieser Offenbarung, die Mitte des Glaubens, die Mitte unserer Hoffnung und die Zukunft unseres Lebens. Lassen wir uns von diesem Fest, lassen wir uns heute in dieser großen Familie ermutigen zu einem Leben, das selber dorthin führt, wo sie schon sein dürfen.